Lol. Hi, hi. E20. Lol. Entschuldigung, ich habe mein Semesterticket zu Hause vergessen. Könnten Sie mich ausnahmsweise auch so mit ein Tagesticket für Erwachsene? Ja, dann einmal. Good morning. So, passt doch, ha? Jetzt haben wir's. Jetzt noch ein bisschen Übung. Ah, einblenden. Wow. So. Dann haben wir. Ich stehe quasi auch schon zur Abfahrt. Ja, ich habe ja 5 Minuten Verspätung, also von daher. Ich fahr pünktlich. Mit dem MAN. Aber es funktioniert. Ja. Es funktioniert. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Oh, 3 Schwarzfahrer erwischt. Oh, nicht schlecht. Ganz alten MAN aus 2001 Baureihe. Okay. Oh ja, mit IFU-Drucker. Ah, perfekt, ich komme und Ampel wird grün. Perfekt. Und gerade die Zeit aktualisiert. Also es passt, es klappt. Ah, das gefällt mir. Das haben wir jetzt richtig gut gemacht. Wenn es dann so Plugin gibt bei Streamdeck, wo das dann im Streamdeck einfach schon schreiben kannst. Naja, sagen wir mal so. Achso, du meinst direkt schon so fertig? Mhm, genau. Ah, ich weiß nicht. Also es ist dann quasi so fertige Sachen dann quasi umschreiben kannst. Ah. Dann Abfahrt, Verspätung und sonst noch irgendwas. Also bei der Laufschrift zum Beispiel, da hätte ich jetzt eigentlich unten noch die wie heißt's? Die Haltestelle, welche Male anfahren, aber so gefällt mir das eigentlich auch schon gut.
Also haben wir, sind wir schon mal. Manu. Morgen allerseits. Der ist gut. Morgen. Einzelfahrt Schüler. Danke. Und weißt du, mit einer schönen grünen LED-Matrix im MAN drin. Na Alter, ja, ist nicht schlecht. Also ich muss sagen, dass die Kameraeinstellung, dass die mir jetzt viel besser gefällt, ey. Ja. Viel besser. Klar, die Equipment-Kamera oder die Streaming-Ecke, die kommt auch wieder dazu, aber die Kamera muss ich irgendwie an die Tür, an die Wand dübeln. Dann hast du nämlich die Ansicht von so hinten, von hinten drauf. Ja. Also das gefällt mir richtig gut. Grüße dich, Kollege 239. Die Farben sind auch viel sättiger, finde ich. Ja. Ah. Ich habe noch ganz was Wichtiges vergessen. Den Fahrplan auswählen. Oh. Deswegen, es ist ja nur ein Test. Ist da einfach nur ein Test. Guten Tag, Servus, Moin. Wenn die Türen zugehen, das macht so richtig schön Rums. So. Passt ja, jetzt haben wir plus 12. Hey! Geil. Es funktioniert. Klar, mal einen Clip rausmachen hier. Das hat sich jetzt automatisch aktualisiert. Nee, das habe ich eingegeben gerade. Also. Das habe ich gerade eingegeben. Aber geil wäre es, wenn das mit OMSI mit Fahrplan irgendwie connected wäre. Das wäre geil. Das wäre noch ein geiler Clip. Das wäre noch was Geiles. Also. Ja. Wo dann dran steht, genau welche Fahrplan und dann genau welcher Bus und so, bla bla bla. Das wäre geil, ey. Und dann steht immer genau, welcher der fährt, also welcher Fahrer. Ah. Ja, das wäre geil. Boah, das stelle ich mir schon so richtig geil vor. Ich auf Städtetrack N71. Haben Sie einen Fahrplan? Die fährt da geführt über vier Bahnhöfe, glaube ich, drüber. Also ganz viele Orte drüber. Ja. Da wird das richtig geil drauf stehen mit Laufband. Das stimmt.
Das stimmt, also das gefällt mir, ja. Und dann, weißt du, was ich geil finde bei meinem Bus? Türverzögerung quasi beim Aufgehen und beim Schließen. Okay. Geil. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Quasi nicht auf mein E-Mail gucken, wie viel Verspätung ich habe. Ich habe extra so einen Monitor dafür im Bus drin. Cool. Ja. Ich habe ja gesehen, MX 2000 hat ja noch neuen, was Neues rausgebracht, ne? Gestern, ja. Ich habe bei Google kriege ich immer die Ankündigung. Wenn da was Neues aus dem OMSI-Forum erscheint. Also ich muss sagen, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut, also haben wir was. Ich hab's nämlich quasi gar nicht mitbekommen, was rausgekommen ist. Okay. Das krieg ich manchmal selten mit. Also, und einer sagt's mir, einer auf mein Discord, aber sonst. Was war denn los? Jedes Mal das Gleiche mit euch. So. Oh, schöne Papa-Panzig-Tür, ey. Also das gefällt mir. Okay, wir fällen auch die ganzen C1-Busse auf und so. Ah, einfach Liebe. Ups, das war eine Zahl zu viel. Gefällt mir, das gefällt mir jetzt richtig gut. Also das sind so die, ich mag... Die Spielereien, die mag ich einfach, ey. Die gehören für mich dazu. Ich auch. Ich benutze die Anzeige quasi für irgendwas. Na gut, das bräuchte man halt. Ich verpasse meinen Anschluss. Haben Sie überhaupt einen Fahrplan? Klar habe ich einen Fahrplan, aber leider nicht aktiviert gehabt. Ich merke nicht, warum hinter dir kommt schon der Bus, der nächste. Und was ist, wenn wir die Anzeige rechts unten hin machen? Weil ich meine... Ich finde es oben eigentlich ganz gut, ne? Das verdeckt eigentlich nicht so viel. Ja, aber... Ich will ich jetzt so finden. Okay. Ja, sorry, Fahrgäste, ich bin nicht besoffen. Spaß. Wo kommen Sie denn jetzt schon wieder her? Ich muss mir dann nachher nochmal die Analyse da mal angucken. Also ich werde es dann auch so auf YouTube dann mal dann auf rüber schicken in die OMSI 2 Gruppe, auch wenn der Fahrplan jetzt ein bisschen blöd ist, aber... Für mich ist das cool.
Dann habe ich auch wieder was Schönes, was für einen Shortcut. Ja. Schönen guten Morgen. So, dann machen wir jetzt gerade noch ein schönes Screenshot. Oh, Matthias F. Hübchen. Das Grübchen. Ja, da kann man auch warten gehen. Mein Trigger hat sich gerade verabschiedet. Perfekt. So. Das gefällt mir. Jetzt zur Zeit wieder so mehr nachtaktiv. Ja, ich hab's gemerkt. Das habe ich gemerkt. Da vorne ist er.
sehen uns auf der Endstation. Adelge Wiska. Ja, schaut uns ein Jahr. Ich bin schon hinter dir. Na gut, hier will keiner raus. Erstmal hier Bus dran machen müssen. Hört euch mal die Fahrgäste hier an, die meckern ja wirklich hier rum, ey. Da sind die im Stelle-Dreieck 21 viel ruhiger, oder bei Alu, also die noch viel gechillter. Mhm. Da kannst du mit einer halben Stunde fahren, Verspätung, die meckern trotzdem nicht. Nur 30 Sekunden zu früh. Ja, ich glaube, dass bei mir die das gar nicht gezählt wird. Das kann natürlich auch sein. Grund, ja. Nee, dass der Fahrplan nicht. Also, kann natürlich sein. So. Das wird dem Chef aber nicht gefallen. Naja. Das ist direkt eine Abmahnung. Direkt, ey. So, moin moin Leute, schön, dass ihr auf jeden Fall da seid. Wir testen hier gerade ein paar neue Einstellungen vom Overlay aus, wie hier die CO2-Anzeige. Die wird ein bisschen... Die wird noch mit Triggerfire verbunden, dann könnt ihr euch nämlich, wenn ihr nämlich euch ein Ticket zieht, ist noch nicht aktiv, aber wenn es möglich ist, dann floppt die ab, immer auf und ab. Das heißt quasi, so. Ah, guck mal, die hat sich jetzt wieder neu. Oh, verdammt. Jetzt ist alles wieder weg. Ja. Ah, das darf nicht sein, ey. Ja. Na gut, dann lass mal. Das lass mal dann lieber so. Müsste man dann auch rausnehmen oder speichern kann. Ja. Oder ohne es ist das resettet. Also, definitiv funktioniert's. Stimme. Morning. One Zone A Ticket. Und falls ihr noch gerne was sucht, ja, suchen wir immer noch gerne Fahrer. Bei der Rennen Silbergold, ihr seid gerne herzlich eingeladen. So wie Montagmorgen oder Samstag, wenn man den ganzen Tag bei 30 Grad in der Bude einfach mal ein bisschen um sich zwei fahren tut. Also.
Aber eins muss ich dir sagen, jetzt so von der Realitätsgrad mit dem Trigger und mit der Hardware, die ich habe, da werde ich es mal so sein lassen. Da bin ich eigentlich vollkommen zufrieden damit. Aber mit der Susi-Anzeige, da haben wir auf jeden Fall was richtig Gutes gemacht, Lukas. Weil dann könnte man nämlich zum Beispiel unseren ganzen Dienstplan, den wir da haben, komplett nochmal dort eintragen, ey. Ja. Das testen wir dann am nächsten Mal. Weil ich finde, von der Streamqualität her ist es auf jeden Fall was Besseres. Die Kamera, wie gesagt, die passt ja jetzt auch dazu. Ja. Weil auch, was ich da oben im Stream sehe, ich schaue ja nebenbei mit, ne? Also... Ich bin vollkommen zufrieden. Da bin ich vollkommen zufrieden mit. Ja, du hast genau die gleichen Ampelschaltungen wie ich. Na, jetzt kriegen die Ampel rot. Aus rein! Ja. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich denke mal, ja. Stell mal vor, haben sie haut einfach so ein Update raus und dann mit Anzeige. Krass. So. Ist man das dann quasi über so eine Website macht oder keine Ahnung. Ja, schon heavy. Auf jeden Fall. Bismarckstraße. So, wunderbar. Weil dann kann ich nach der Fahrt das jetzt noch ein bisschen besser gestalten. Besser gesagt, dann kann ich nämlich mir direkt mein Overlay mit dem Susi für den Flight Simulator direkt noch anmachen oder einstellen. Oh, na toll. Herzinfarkt. Hm? Ich hab einen Herzinfarkt im Bus. Sag mal, Manfred, bist du schon wieder zusammengebrochen oder wie? Bonelose und fresh right. Herne, Endstation. Bitte an aufstellen. Es muss natürlich wieder hier, typischer Montag. Kaum habe ich was gemacht. Hey. Noch mehr Verspätung. Plus 30, jo. Mal ohne Pause. Aber jetzt zurück. Aber ich muss sagen, dass mir das so eigentlich gut gefällt. Gut, ich gucke zwar wieder jetzt aus dem Bildschirm. Da hat mir ja auch letztens der liebe, wie heißt er? Na gut, beim letzten Mal war ich glaube ich nicht dabei. Mhm. Ach, der zeugt auch ETS2. Ja, hat er mehr liebe. Sorry, ich habe die Nacht nicht wirklich viel gut Schlaf bekommen, aber ja. Mir war ja wichtiger, dass ich mich erstmal drauf konzentriere, dass das da alles funktioniert. So.